Hallo und herzlich willkommen zu dieser schönen kleinen Ostertour, die wir am Ostermontag am 18.04. bei Gummersbach, ca. 5 Kilometer östlich von Gummersbach gelegen, an der Genkel- und Aggertalsperre gemacht haben. Ja, hier im Bild, im Video seht ihr schon, sind wir schon unterwegs Richtung Staumauer. Und hier schon die erste Schranke, Betriebsweg, Benutzung auf eigene Gefahr. Hunde sind an der Leine zu führen. Und hier geht es dann auch links zum Radrundweg ist gut. Radrundweg ist es ja nicht. Ja, aber auf jeden Fall zu dem Rundweg um die Genkeltalsperre. Ja, das ist die nördlich gelegenere Talsperre von den beiden, weil wir hier die Runde gemacht haben, einmal hier um die Genkeltalsperre. Hier sind wir auch schon an der Staumauer. Und dann sind wir einmal auf der östlichen Seite. Hier sind wir jetzt auf der westlichen Uferseite. Und auf dem Weg zum Stausee-Einlauf. Ja, hier gibt es immer mal wieder auch schöne Informationstafeln. Und hier lasse ich auch mal ein bisschen die schnelleren Kollegen vorbei. Ja, ihr seht, es ist sehr viel abgeholzt worden. Ich muss dazu sagen, ja, hier seht ihr, und dadurch bedingt sind die Wege hier ganz schön beschissen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich lasse hier die MTBler auch vorbei. Ihr seht, die haben hier auch so alle ihre Probleme. Jetzt könnt ihr vielleicht hier richtig mal sehen, was hier für ein ausgehärteter Matsch hier von diesen Baumerntemaschinen hier übrig gelassen worden ist. Und das ist schon eine echte Tortur, wenn man hier, also mit dem Sonntagsfahrrad könnt ihr hier nicht mehr herfahren. Könnt ihr vergessen. Ich habe übrigens noch ein früheres Video hier auf meinem Kanal. Und da könnt ihr mal sehen, wie das früher war. Da waren die Wege hier richtig tippitoppi. Ja, jetzt habe ich hier selbst mit meinem neuen Bergamont MTB-Bike hier so meine Probleme. Also fürchterlich, das mit diesem Abholzgedöns, das ist nicht schön. Ja, hier wieder mal so ein Riesenstapel Borkenkäfer, angeblich alles geschuldet. Naja, na, hier der nächste, die nächsten riesigen Stapel. Ja, zum Glück war es jetzt hier an der Stelle nicht ganz so schlimm mit den, ja, ihr seht hier so ein bisschen diese Trecker-reifenartigen Rillen, ne, diese Querrillen, und da drauf zu fahren ist schlimmer als auf Kopfsteinpflaster. Also wie gesagt, ist nicht wirklich total, das ist echt beschissen. Ja, da kann man nur hoffen, dass man das mal auch wieder ziemlich schnell in Ordnung bringt, weil das ist wirklich sehr schade. Ist nicht nur für Radfahrer ziemlich schlecht, sondern auch natürlich für die Fußgänger. Ja, hier sind wir jetzt am hinteren Ende, dem Einlaufbereich. Da ist noch eine, zur Linken jetzt hier eine kleine Vorsperre, die von der Genkel, das ist der Bach, der auch bei dem gleichnamigen Ort in etwa entspringt. Ja, und hier sind wir jetzt auch schon am Umkehrpunkt. Hier kann man mal ein bisschen der Blick quasi in Richtung, ja, Staumauer von der Genkeltalsperre. Ihr seht fürchterliche, also es ist schon ein sehr trauriger Anblick mit dem ganzen Wald. Also wie gesagt, ihr könnt mal schauen. Ich habe, wie gesagt, noch ein älteres Video hier auf meinem Kanal. Ich will mal gerade gucken, wo ich das habe. Vielleicht finde ich es.
Ja, hier mal eine schöne Stelle, nicht nur eine Infotafel, sondern auch mal ein Bänkchen, auf dem man sich hinsetzen kann. Also das finde ich schon eine schöne Sache. Tja, wie gesagt, nochmal echt fürchterlich und sehr, sehr schade, dass das hier... Ah, ich habe es hier gefunden. Also vor 5 Jahren haben wir mal eine ähnliche Tour gemacht, nur um die Genkel-Talsperre und um die Ager-Talsperre. Also das findet ihr in meiner Videoliste. Da waren es dann nur 24 Kilometer viel Natur, Ager, Genkel, Talsperrenrunde. Ja, hier sind wir jetzt auch schon wieder an der Staumauer. Leider kann man die Staumauer nicht drauf fahren. Ah ja, wir fahren mal da auf den Radweg. Das ist dann nämlich leider gesperrt. Ja, und hier geht es jetzt Richtung der Schlag. Da wollen wir hin. Und zwar geht es jetzt hier an der Agertalsperre vorbei. Ja. Das ist jetzt an der Westseite der Genkeltalsperre. Also quasi die Agertalsperre. Ja, die teilt sich hier auf, nämlich in einen großen rechten Arm, wo die Agger reinfließt, und hier ist es die Genkel, also die, das ist hier der große Seitenarm, der von der Genkeltalsperre die Genkel dann quasi einfließt. Ja, jetzt sind wir hier auch schon unten angekommen an der Agertalsperrenmauer. Ja, und ich hatte mir überlegt, ihr habt ja gesehen, es ist nicht wirklich schön, da an der Straße lang zu fahren. Weil die sind relativ hoch. Habe ich mir gedacht, okay, ich hatte es mir auf Komoot angeschaut. Ja, es gibt hier einen Weg runter. Der geht so ziemlich in Zickzackkurs runter. Aber das war es mir wert, auch wenn da ein paar Stufen waren, ganz oben. Aber das war es mir wert, da dann runter zu tragen, das Stückchen. Weil das hier viel ruhiger ist. Also wie gesagt, auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der anderen Seite von der Sperrmauer, da verläuft dann nämlich die L331 weiter. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Obwohl in Google Maps ist das als offizieller Radweg da ausgewiesen auf dieser Landstraße, der L337. Aber ihr wisst ja, ich bin da kein Fan von und suche mir da immer so ein bisschen Schleichweg. Ja, hier übrigens noch die alten Benzinpreise für alle Leute, die, wie gesagt, ich sitze ja hier jetzt am Schneidetisch. Ist heute der 13.06.2022 und ja, und man sieht, der Tankrabatt ist ja nicht angekommen. Und man kann sehen, wie gesagt, Anfang April, als die Debatte mit dem Tankrabatt, glaube ich, auch schon im Gespräch war, kostete der Sprit auch schon 2,01 €. Ja, und jetzt kostet er genauso viel mit Tankrabatt. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Naja, gut, wir sind jetzt hier auch schon angekommen in einem Vorort, ist das, glaube ich, hoffe ich, von Bergneustadt. Fragt mich jetzt der Schlag. Genau, der Schlag heißt das. Ja, und da haben wir uns gedacht, okay, wir gucken mal, weil ich hatte da, glaube ich, auch in Komoot gesehen, hier gibt es eine Eisdiele. Hier ist jetzt auch ein Bild. Und da habe ich gedacht, da werden wir uns doch mal ein Eis holen. Ja, hier ein Naturkostladen gibt es hier auch, Bäckerei. Ja, und ich habe mir da auch noch eine Pizza geholt, also lecker Eis und Pizza. Und das haben wir hier, gab es vorhin da. Ja, Gummersbach-Dieringhausen. Auf diesem Radweg, auf der ehemaligen Bahntrasse jetzt hier zwischen Dieringhausen und ja, der
Die ehemalige Bahntrasse führt ja runter bis nach Olpe. Ah, wir können aber wieder Glück haben, dass wir gerade wieder zur Blütezeit hier von den Eis haben. Ach, ich habe gedacht, wir wären da schon gewesen. Dann war das nur ein Vorort. Genau. Ja, ich hatte gedacht, wir wären schon in Bergneustadt. So. Dabei war das nur Wenn das... Wenn du noch Hunger hast, hier gibt es auch noch was. War das ja nur das Vorörtchen Derschlag. Ja, jetzt sind wir hier schon in Bergneustadt auf dieser sehr guten, schönen ehemaligen Bahntrasse. Nur leider hier durch Bergneustadt selber. Naja, ihr seht ja selbst, ist es ein bisschen Gefrickel hier. Hat man natürlich wie so oft die schönen Bahntrassen nicht mehr nur für die Radler umgebaut, sondern hat dann direkt mal wieder hier auf dem ehemaligen Bahngelände war es, glaube ich, dann direkt mal wieder noch ein bisschen Parkplätze gebaut und eine Straße und naja, ihr wisst schon, ne? Ist halt immer ein bisschen schade. Ja, jetzt sind wir hier wieder auf dem Weg auf der ehemaligen Bahntrasse. Wir fahren da aber auch nur noch ein Stückchen. Und zwar bis bei Wiedenest. Oh, hier guck mal, die Sparkasse Essen hat einen Mülleimer. Kannst du so reinwerfen. Du, aus dem Vorbeifahren. Ja, das fand ich ganz witzig. Sparkassen Mülleimer für Fahrradfahrer im Vorbeifahren. Schöne Idee, super gemacht. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier ein Stückchen nördlich von Wiedenest und biegen dann ab hier auf die nächste Landstraße hier. Und ja, das ist ein bisschen schade, ist auch in Komoot leider als Radweg ausgewiesen. Naja gut, heute war Ostermontag, war nicht so viel Verkehr, aber trotzdem hatte ich da noch einen kleinen Schlenker. Wie ihr gesehen hattet vorhin mit einem schönen Fachwerkhaus bei Pustenbach, sehe ich gerade hier, so heißt das, mit den zwei, drei Häuschen da. Ja, und unser Ziel war es jetzt natürlich hier in der Rengser Mühle lecker Kaffee zu trinken, denn irgendwie muss es ja ein Highlight geben. Ja, und hier seht ihr, das ist wunderschön da draußen in der Rengser Mühle, kann ich euch nur wirklich wärmstens empfehlen. Lecker Kaffee, lecker Kuchen, schön draußen sitzen, sehr schön, ruhig gelegen. Ja, man hört so ein bisschen die Straße vom Weiten, aber das macht nichts. Ja, gut, jetzt sind wir hier auch schon auf dem Weg wieder Richtung der Aggertalsperre. Volle Pulle hier. Ich habe gedacht, hier kommt nichts mehr. Ja, das geht jetzt hier. Ich muss da gerade mal gucken. Ich nehme mal an, ist das die Rengse? Also es fließt auf jeden Fall hier linke Hand ein Bächlein lang. Ich guck gerade mal, ob es hier einen Hinweis gibt in Komoot, aber nee, lässt sich jetzt leider nicht in Kürze einfangen. Ja, jetzt sind wir hier schon an einem Seitenarm der Aggertalsperre. Und jetzt geht es hier am nördlichen Ufer dieses Seitenarms entlang. Ja, wieder mal natürlich die riesigen Stapel mit Abholzung von dem Borkenkäfer Gedöns. Ja, und hier mal ein Blick in Richtung Talsperre. Kleine kurze Pause. Und immer wieder hier diese Stäpelchen. Natürlich nicht so schön. Ja, ihr seht, das Grün ist noch ein bisschen spärlich. 34 Kilometer ist jetzt keine Riesentour, aber ihr seht, sind auch ein paar Leute an diesem Ostermontag bei dem schönen, herrlichen Wetter unterwegs. Und ja, das muss natürlich einfach sein. Ja, hier wieder ein Riesenstapel. Und wenn da so viele Stapel sind, dann ist meistens immer der Weg auch ziemlich
beschissen, auf gut Deutsch, weil da natürlich sehr viel mit diesen riesen Kranbaggern, die Stämme da aufstapeln, ist dann immer ziemlich großer Mist, der Zustand der Fahrbahn, wenn man als den Weg jetzt da so als Fahrbahn mal bezeichnen kann. Ja, hier sind wir auch schon wieder an einer kleinen Vorsperre. Das ist so ziemlich mit einer der rechten Arm, also östlichen Seitenarme der Aggertalsperre. Und hier sind wir dann auch schon auf der Zielgerade wieder bei Bredenbruch, wo wir geparkt haben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da oder besser noch ein Abo. Und tschüss.